Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ein Daumen hoch hilft jedem kleinen YouTuber im Algorithmus. Wir waren ja gestern in Gostovia, heute habe ich angekündigt, dass wir nach Hornika laufen wollen. So, wir trinken erstmal was. Die Flasche ist noch voll. Wir trinken aber erstmal was. So, und dann essen wir was und suchen uns wieder was zum Verkaufen. Hier steht Wegerich, den nehmen wir natürlich gleich mit. Nach Hornika hoch. Müssen wir wieder aufpassen. Da sind Wölfe unterwegs. Mal sehen, ob uns diesmal wieder, wie am letzten Wintertag, 11 Wölfe beglücken. So, wir sind in Ressourcenlager. Jetzt suchen wir. Einfache Hemden. Haben wir welche mit? F. 3. Sechschen, Zetter, die haben wir selber welche gebracht. Armbrüste, nehmen wir welche mit? F. Keine 15 Zähne. Und dann haben wir natürlich die dazugehörigen Eisenbolzen. 593 haben wir jetzt hier. F. 200 nehmen wir damit. 200 habe ich gesagt. So, bestätigen. Ich habe übrigens gestern noch ein Haus verputzt und habe das Feld, was wir angelegt haben, oben für Möhren, also für Karotten und rote Beete, noch zu Ende gerodet, damit die heute düngen und säen können. Es waren noch ein paar Felder zu roten. So, Filzwesten, dann brauchen wir noch zwei mit. So, wie sieht's denn hier aus? Wir haben Gifte, haben wir 40 Gifte, die nehmen wir mit Zähne mit. Können wir auch verkaufen. So, Google, ne, Gänseblümchen, Hafer, Holzbecher auch nicht, Holzschalen nicht, Hosen eigentlich, da haben sie nicht viel gemacht mit Hosen. Na, das wird dann im Sommer wieder losgehen, wenn sie Leinentuch haben. Leinengarn haben wir nur noch 29 Leinengarn. Ich glaube, wir müssen noch mehr Flachs anbauen. So, Rocken haben wir über 10.000 jetzt. Na, schauen, was können wir noch mitnehmen? Wolle, Wollgarn, Wollstoff. Wollstrumpf, nehmen wir mal zwei mit. Das war das letzte Mal schon vier. Die Kähne verkauft, alles klar. Da, gut. Und jetzt nehmen wir uns natürlich Leder. Leder, KL, wo ist das Leder? Hier, F. F. 240. Habe ich eigentlich gesagt. Müssen wir da eins zurücklegen. Unsere Geschenke müssen wir noch ausreiten. Genau, das wollten wir eigentlich noch machen. Habe ich doch gar nicht genommen, das Leder. Also noch einmal. Plötzlich bestätigt. Gut, dann machen wir jetzt gleich mal ein paar Taschen noch. Q, R, E, F, 80. Und dann gehen wir nochmal rüber. Ne, wir essen jetzt gleich noch was. Können wir nämlich die Töpfe wieder zurück tun. Apfelbrei, essen wir mal zwei. Na bitte, und die zwei Schälchen tun wir gleich wieder hier rein. So, was haben wir denn noch? Was habe ich noch? Den Eisenhammer kann ich wieder raus tun. F. Ich nehme aber mal von drüben einen Kupferhammer mit.
So, was wollte ich jetzt? Die Holzschälchen wollte ich was tun. Leinensamen habe ich auch noch, alles klar. So, jetzt schaffen wir auch noch die Geschenke weg. Der Bathilda ist nicht da. Da kannst du auch uns auch nicht beobachten, wie wir was in unsere Kiste packen. Weil Ansgar steht hier vor der Bühne, verrat mich ja nicht, mein Freund. So, da haben wir drin eine Flöte. Wir sehen, vielleicht flötet sie auch mal was. Glasperlen, die gefällt auf alle Fälle. Glasflasche, Nadelbüchlein und eine Schmuckschachtel haben wir. So, alles klar. Jetzt haben wir doch alles drin. Gut, wir bewaffnen uns wieder mit unserem Bogen. Halt, Quatsch, ich wollte einen Kupferhammer mitnehmen. Falls die dann wieder einen Bauhammer brauchen, dort oben. Aber garantiert, wenn ich ihn dabei habe, will keiner einen. Aber egal. Wir nehmen einen Kupferhammer mit. So, jetzt legen wir uns wieder einen Wegpunkt hierher. Habe ich den nicht gelegt? Ach, habe ich doch F gedrückt hier. Ah, ich habe zweimal F gedrückt, alles klar. So, heute nehmen wir diese Route. Kommen wir trotzdem über die Wolfswiese. Ich hätte gedacht, jetzt treffen wir hier mal auf Banditen wieder. Ne, das ist ein Keller. Ja, das ist auch die Stelle, wo schon mal welche waren. Naja, die waren hier vorne. Da bin ich hier hochgeflüchtet. Hier muss man, glaube ich, aufpassen. Da ist der Bär unterwegs, oder? Wir laufen jetzt hier lang. Oh, Vorsicht sein! Jetzt steil bergab. Da. Sind die Wiesens. Hier sind auch keine. Hier hinten wollen auch immer noch welche. Auch kein Lager ist hier. Das ist klar. Aber hier lang müssen wir aufpassen. Hier kommen die Wölfe. Da ist doch schon der erste. Seht ihr's? Der will den Hasen ja, dieses Dreckschwein. Das hat den Hasen erwischt, garantiert. Und schmetzt dran rum. Nee, wo ist er denn jetzt? Weg! Keiner da.
Ah, hier oben ist er. Du hast den Hasen nicht von sonst tot gemacht, dann mache ich dich tot jetzt, mein Freund. Das kleine Häschen hier tot zu machen. Schlachte ich auch gleich aus. Da unten ist der nächste Wolf. Aufpassen, nicht, dass hier noch mehr raus sind. Zu spät geschossen. Und da ist der nächste dahin. Du machst kein Häschen tot, das sag ich dir. Normalerweise müsste jetzt immer noch einer da sein. Alles klar, keiner da. Das kümmern wir uns mal erst um den Hasen. Das nehmen wir erst auseinander. So, und jetzt bist du dran. Aber dein Kumpel macht keinen tot. Eine Eisenpfeil ist drüber gegangen. Mhm. Ja, mit meinem Eisenpfeil. Ach, den gibt er mir auch beim Zerstückeln. So, alles klar. Da hinten, das ist ein Wiesent. Eigentlich waren hier immer vier. Na ja, gut. Eben nicht. Müssen wir auf dem Rückweg aufpassen. Oder wir gehen mal hier lang. Mal sehen, ob hier noch einer aufschlägt. Ne, sieht nicht so aus. Gut, auf nach Hornika. Oder war das mit dem Bär hier oben? Drei Quests haben wir jetzt hier drin. Wieso drei? Das letzte Mal nicht geguckt, da waren es plus zwei. Na ja, gut, machen wir als drei Quests. Das ist nicht das Problem. Wenn wir immer hier oben sind. Den ersten hat der Jan, wie es aussieht. Der Jan, da braucht er Eisen. Ich hoffe mal nicht, dass da irgendwelche anderen Quatsch will. Friend. Kann ich dir etwas helfen? Ah, Angebot, Geld verdienen. Schuldet das Eisen. Alles klar, Gespräch beenden. Hello there. Whatever you need, I've got it. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Eisen. Aber gehen wir mal kaufen, mal 5. My wares never disappoint. Halt, mach's gut. Have a good day. Wohin?
Ja. Hier ist das Erz, das du wolltest. Wundervoll. Alles klar. So wenig? Gut. So, da schauen wir mal, wo der nächste Quest ist. Ich hab schon wieder Sinn. In der Kneipe? Alles klar. Gut. Oder? Der Carolina, das war doch wieder Mist. Oder so wie Wolle. Ui, mir. Gut, jetzt mach ich aber von Schnellspeicherung. Hallo, Carolina. Was kann ich dir bei etwas helfen? Du bist kein Kunde und es war mir doch klar, dass dieser Mist ist. Entschuldigung, dafür habe ich keine Zeit. Dieser Rotzlauf. Entschuldigung, aber rammelst du hier durchs Tal? Da muss ich bestimmt irgendwo hin nach. Nee, nee. Zeig mir deine Ware. Only goods of the highest quality. Deine highest quality, du blöde Kuh. Entschuldigung, immer mit deinem blöden Zinkenkrieg. Ja. Das kriegst du auch. Ach nee, das kannst du nicht. Ich wollte schon zur Strafe noch. Das aus Fleisch kriegst du von mir. Keine Angst. So. Mach's gut. Du siehst schön aus wie so eine Zicke, du, das sag ich dir. Ach, ehrlich, mit der scheiß Zickenkrieg. Aber wenn du das nicht machst, kommen die immer wieder mit dem Schrott. Helga, hallo, zeig mir deine Waren. My wares never disappoint. Ah ja, es geht halt mal nicht immer so die Taschen voll. Aber die haben immer einen Haufen Geld zu haben. Der hat jetzt die 44 Taschen gekauft und hat immer noch Geld übrig. So, da kriegst du das mit das eine Eisenerz hier, was ich nicht brauche. Dann habe ich noch eine Filzweste. Oh, die kannst du dir gerade so leisten. Gut. Und jetzt hast du noch 9. Da kriegst du noch 3 Stück Fleisch. Alles klar. Mach's gut. Goodbye. Ja, ja. Jetzt gucken wir lieber zum Leonard. Wollte schon wieder Florian sagen. Aber das ist der Leonard. Hallo, Leonard. Ich will kein Pferd. Nein, ich kann dir nichts vom Pferd erzählen. Ich habe eine schöne Filzweste für dich. Und dann habe ich auch noch eine gesteppte Weste für dich. Dann habe ich auch noch ein paar Flaschen Gift. Ein paar Stücken Fleisch. Aber keiner will hier die 13 Wolfspelze, die kriegst du auch noch. Keiner will einen Kupferhammer. So, da habe ich jetzt noch für dich Leinensamen. Lebo. Take care. So, und jetzt schauen wir noch zum Albrecht oder Albert. Und zum Zamir. Die haben auch noch Geld. Weil wir haben den Jan schon was verkauft, bis es kommt. Hallo. Albrecht, zeig mir deine Ware. Best goods in the valley. So, der 1900. FEF, da krieg ich 3 Armbrüste. Und die dazugehörigen Bolzen. Alles klar. Leb wohl. So, zum Jan, der hat auch noch Geld. Den habe ich ja eigentlich bloß Dings abgekauft. Das hole ich mal wieder, das Geld jetzt. How can I help you? Deine Ware. Only the best products here. Naja, Armbrüste kriegst du von mir. Was habe ich noch für dich? Die Weste kannst du nicht kaufen. Eine Wollstrumpfhose. Kannst du im Winter anziehen, wenn das kalt ist hier an deinem Freund. So, und jetzt habe ich noch behalten. Eisenbolzen für dich. Alles klar. Leb wohl. Goodbye. Goodbye. Und hier der Zamir. How are you? Und deine Ware. Whatever you need, I've got it. Der hat bloß 1020. Naja, gut. Du kriegst erstmal von mir die Leinensamen. F, E, F. Alles klar, da hat sich die Sache schon erledigt. Goodbye. So, gut. Wie spät haben wir's?
13.28 Uhr. Nee, wir haben doch noch ein Question. Muss doch noch ein dritter da sein. Das ist noch ein dritter Question. Carolina wollten wir, da waren wir. Das ist der Zickenkrieg, den machen wir nicht. Der Leonard hat keine. Wo war denn der jetzt, der andere? Ah, der Unimir, was hat er denn? Kupferhammer hoffentlich. It's nice to meet you. Halt, jawohl. Farewell. F5 machen, also nochmal ansprechen. Greetings. Zeig mir deine Waffe. Gefährliche Tiere. Das kannst du doch selber machen. Lass mich zuerst darüber nachdenken. Alles klar. Euer nächtliche Jagd könnt ihr selber machen. Zickenkrieg, nächtliche Jagd, das ist so ein Quatsch, ehrlich. Gut. Das mache ich nicht. Naja, gut, da haben wir eben halt bloß eine Question erledigen können. Und jetzt gehen wir halt wieder nach Hause. Oder wir laufen wirklich mal lieber nach Jesernica. Können wir dort noch was verkaufen? Ja, werden wir auch machen. Es ist doch noch Zeit. Gut. Hier oben waren keine Banditen. Da können wir auch jetzt sicher durchflitzen. Außer wir treffen jetzt hier nochmal auf Wölfe. Muss mal aufpassen. Da. Hier, das Rot ist sehr schön im Rot. Die Hasen, die machen einfach komische Töne, ehrlich. Ist hier irgendwas? Nö. Wir laufen diesen Weg mal lang hier. Da müsste doch noch Jesernica fliegen. Jesernica, nicht Zernica. Jesernica. Das ist auch nicht, das ist der See. Das ist und das ist der große See. Na bitte, gut. Dann laufen wir mal ringsrum. Wir laufen aber hier querfeld. Habt ihr das gesehen? Gleich zwei, hier um nichts ahnend kommst du oben über den Huck und da stehen, greifen dich gleich zwei Wölfe an. Diese Schweinebande gibt's ja gar nicht. Da muss auch noch einer da sein. Die haben mich auch gleich wieder abgefressen. Auseinandernehmen hier. Viehzeug. Oh, das ist ein Blutlacher, aber wie? Gut. Jetzt ist er schon weg. Wo ist denn der Pfeil? Der hat einen Pfeil gelegen, den ich noch. Ne? Da unten ist der. Gut.
Gut, jetzt muss ich erstmal drei Plätzchen essen. Dann nehmen wir mal ein paar. Die habe ich doch auch noch dabei, oder? Löwenzahn, da gucken wir gleich mal. Wir haben 50, haben wir noch übrig. Ein Löwenzahn. Also Löwenzahn bringt 3. Alles klar. Und Gänseblümchen, müssen wir noch mal gucken. Jetzt haben wir 68, jetzt haben wir 70. Alles klar. Futtern wir noch die Gänseblümchen. Und noch etwas Reitblättrchen. Gut. Was ist denn das jetzt hier? Verlieren wir hier Wasser oder was ist denn das für Zeichen hier? Das sagt mir jetzt mal gar nichts. Da schwitzen wir wohl mehr oder was? Oder sind wir jetzt schneller? Genau. Was sind das für Zeichen? Die kenne ich noch. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Oder nicht wissentlich mitbekommen. Aber die sind gleich weg. Gut. Hat auch was mit den Gänseblümchen und den Löwenzahn zu tun. So, jetzt haben wir hier noch. Was haben wir hier? Ja, auch noch. Leder haben wir hier. Das nehmen wir doch mal mit. Und haben wir noch was? Ein Grünschlauch. Und ein Steinmesser. Gut. Alles klar. Runter. Ins Dorf. Da können wir noch was verkaufen. In der Kneipe. Und hier haben die noch einen Händler hier. Nur, ne, da muss noch, ach, der Fischer unten, alles klar, da können wir auch noch was. Hallo, Nibula. How do you do? Ja. I've been a vendor since before you could walk. Ja. So, jetzt habe ich Fleisch für dich, 24 mal Wolfsfleisch. So, dann habe ich noch eine gesteppte Weste für dich. Einmal Leder. 6 Pelze. Halb. 6 Pelze habe ich gesagt. So, das Steinmesser verkaufe ich dir auch. Für kalte Nächte kriegst du eine Wollstrumpf. Die hat einen Haufen Geld. So, jetzt verkaufe ich dir noch. Jetzt kannst du die kriegen. Die Leinsamen. Da hat die immer noch Geld übrig. Kostet diesen Trinkschlauch. Den Kupferhammer kriegst du nicht. Ach ja, ich habe doch noch ein paar Holzbolzen. Armbrust kann ich dir gerne verkaufen. Das reicht nicht. Nur 13 Eisenbolzen kannst du noch. Alles klar. Mach's gut, mein Lieber. Take care. Ja. Und jetzt gucken wir mal nur zum Fischer. Zum Fischer in sehr früh. Also das hier. Ist er doch. Vermute mir. Seine Frau, die schwimmt da draußen rum. I welcome you, traveler. Naja, da zeigt mir been a vendor since before you could walk. Der hat Hechte und lauter so ein Zeug. Gut. Bosch. So, du kannst vielleicht auch mit Armbrust deine Fische schießen, oder? Und noch ein paar Bolzen dazu. Gut, alles klar. Mach's gut. It was nice seeing you. So, wie spät haben wir? 16.57 Uhr. Naja, gut, alles klar. Da begeben wir uns jetzt hier vor zum Fluss. Oder wir wagen es mal und laufen querfeldein zu unserem Dorf. Diesen Weg hier sind wir also ganz selten gegangen. Da ist ein Weg.
den können wir doch mal langlaufen. Müssen wir bloß etwas vorsichtig sein. Das ist eigentlich unbekanntes Terrain für uns. Dieser Weg. Oh, hier liegen schon wieder die Stämme rum. Nehmen wir die mit? Mit einer Axt. Oh ja, wir haben doch... Ja, mit. Wir haben doch alles frei. Wie viel Kilo haben wir denn jetzt? Ach, 28 Kilo, die paar Stämme. Oder ist das dieser Weg? Der führt... Mal gucken, wir mal auf der Karte. Den hier müssen wir nehmen. Alles klar. Was ist das dort oben? Sind dort oben Banditen? Nee, sind keine. Gut. Das habe ich gedacht, das sah jetzt von Weitem so aus, als ob das so ein Holzverschlag ist. Ist aber nicht. Aber hier ist ein Wagen. Da ist eine Schaufel, ein Ton, eine Eisenschaufel. Noch einmal Ton. Da unten ist noch einmal Ton. Da müssen wir mal vorsichtig sein. Wenn hier schon so ein Wagen ist. Da ist hier runtergedonnert, alles klar. Ich hoffe, dass wir noch auf dem richtigen Weg sind. Ja, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Ach! Wusste ich's? Wie viel will ich denn noch Pfeile? Nein, schießen. Gibt's doch gar nicht. Das waren zwei. Und wo ist denn seine Armbrust hingeflogen? Die muss jetzt hier irgendwo rumliegen. Ich habe sie fliegen sehen. Da ist ein Pfeil dort unten. Ja. Wo liegt denn seine Armbrust? Ein Eisenpfeil ist von mir hierher geflogen. Kann man aber vergessen. Nicht veralbern oder was? Da ist er. Was ist das für eine Eisenarmbrust? 24%. Naja, gut. Viel ist er nicht mehr wert. Aber hier, das sieht aus wie ein Igel. Aber versucht doch, dich noch zu treffen. Pflaumenwein, 79 Münzen. Meine Pfeile her. Vier Stück haben getroffen. Garantiert nicht von mir. Das sind Lufe. Gibt's ja nicht. Ah ja, die habe ich alle ins Feuer habe ich sie geschossen, alles klar. So, hat er noch was einstecken. Oh, hat er noch mal 100 Münzen drin. Guck an. Und Eisenbolzen, die brauche ich eigentlich nicht. Den stachelbesetzten Knüppel nehme ich trotzdem mit. Dann habe ich hier so einen Holzbecher, den nehmen wir mit. Ein Roggenbier nehmen wir mit. Und da liegt hier auch noch ein Pfeil von mir. Soll auch noch ein Pfeil sein, oder? Ja, noch. Ja, ich habe viele Pfeile vorbeigeschossen. Zu kurz geschossen oder was? Ne, den haben wir hier drin. Alles klar. Der hat auch noch Geld einstecken. Guck mal. Ein Käse. Gebratenes Fleisch. Bierflasche und 5 Äpfel. So, jetzt gucken wir uns auch nochmal das Lager an, ob wir da noch irgendwas übersehen haben. Das ist ein Feuer. Ne, da ist nichts weiter. Gut. Ach ja, hier ist doch noch. Hier sind doch noch die Teile. Guck an. Alten Strohhut. Ein Sack. Fleischtarts drin. Die haben ja nicht schlecht gelebt hier. Gebratenes Fleisch, Kohl, Käse, Salzfleisch. Gut. Noch was hier auf der Matte. Nö.
Oh, hier noch eine Bettdecke, die kann man auch noch mitnehmen. Den Knüppel, den kann man auch mitnehmen. Und was ist hier noch? Hier ist noch ein einfacher kleiner Rucksack. Wir nehmen alles mit, auch wenn es bloß ein Knüppel ist. Gott. Alte Schweinebande hier. Alten Wegelagerer. So, wie spät haben wir es denn? Jetzt haben wir es bleiben wir halb acht schon. Gut, alles klar, meine Freunde. Ich laufe jetzt nach Hause. Das war ja noch mal ein bisschen Action der Abendzeit. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ja. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wir sind nicht mal so weit weg von unserem Lager. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Ich sag dann schon mal wieder tschüss. Wo ist jetzt hier das Tor? Ja. Alles klar, Tor gefunden. Tschüss.